Im heutigen Video schauen wir uns die Alphabet-Aktie noch mal etwas genauer an, nachdem wir jetzt hier einen enormen Aufwärtsstieg hierbei erwirtschaftet haben. Und die Frage, die sich stellt, ob denn Alphabet jetzt kaufenswert ist, weil wir hier im Vergleich zu anderen Magnificent 7 Werten diese Rendite im Vergleich zu November von 100% hierbei erwirtschaftet haben, wie ich schon erwähnt habe, was hauptsächlich daran liegt, dass wir hier doch nicht die schlimmen Ereignisse hatten, die prognostiziert wurden, dass die Google-Suche wegfällt oder dass hierbei vielleicht Alphabet gar nichts mit KI in der Hinterhand hat. Und da hat sie jetzt auch andere Dinge bewiesen, die schon teilweise sehr spannend sind. Lasst wie gesagt sehr gern ein Like und ein Abo da, um im Allgemeinen keine Videos mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Plus könnt ihr euch mit meinem Link in der Videobeschreibung bei finanzen.netzero anmelden. Hier bekommt ihr, wenn manchmal Gratisaktien, manchmal Sparplänensummen zurück. Je nachdem, wann das Video schaut, variiert das. Ihr bekommt auf jeden Fall immer die meisten Boni. Könnt Schweizer Aktien handeln, keine Ordergebühren und vieles, vieles mehr. Meldet euch einfach mit meinem Link in der Videobeschreibung an. Wie gesagt, die Alphabet-Aktie ist sehr spannend, weil wir hier im Vergleich mit anderen Magnificent 7, wir hatten lange Zeit eine derartige Unterbewertung hatten. Und hier Charttechnik aktuell immer noch auf spannenden Niveaus, uns wieder hier an neuen All-Time-Highs jetzt befinden und wir deshalb natürlich auch nochmal einen neuen Blick drauf werfen. Im Allgemeinen ist gerade die Google-Suche ja aktuell noch so der Hauptumsatztreiber und das ist an sich auch kein Problem. Wir sehen, der Digital-Ad-Bereich besteht aus knapp 60% aus Google und Facebook. Wenn man sich das dann hier mal anschaut, sieht man, dass Google hier 40% ausmacht. An sich ist das kein Problem, weil gerade Small- und Mid-Cap-Unternehmen ihre Werbebudgets durch hohe Zinsen gekürzt haben. Das aber in der nächsten Zeit durch fallende Zinsen hohe und wenn die Inflation etwas zurückgeht, hierbei dann auch wieder stärker in diesen Markt einfließen wird und somit dann ein paar CF, Google und Facebook, wir sehen bei Facebook, also Meta jetzt aktuell schon eine kleine Entwicklung in die Richtung, stark profitieren wird, Marktanteile bleiben gleich, Einnahmen können aber somit um 15 bis 20% relativ zügig gepusht werden. Und das ist natürlich dann spannend, wenn man sich hier diesen Umsatzblock anschaut, also von Google Suche, YouTube Ads, Google Network, weil man hier dem dann teilweise nochmal stark stärken kann. Wir sehen hier auf der gleichen Seite auch die Google Cloud, die immer relevanter wird von dem Wachstum und Adabets. Adabets hierbei ist an sich noch relativ irrelevant, hat aber eine hohe Marktkapitalisierung, gerade Waymo. Vielleicht schneiden wir das mal etwas mit rein. Und zwar hatten wir hier 2019 nur Waymo. Waymo ist ein Tochterunternehmen, welches sich auf autonome Fahren konzentriert. Die Marktkapitalisierung von Alphabet von ursprünglich 175 auf dann 105 Milliarden hochgepusht bzw. ausgemacht. Und das überlegt, ist das schon eine Menge. Ganz kurzer Fakt, wie sieht es heute aus? Status quo 30 Milliarden, aber halt ein riesen Fortschritt. Und wir sehen mit Waymo automatisierte Full Self Driving, wie auch Tesla das mit einem Robotaxi probieren, funktioniert an sich sehr gut. Gerade in Silicon Valley fahren hier viele Fahrzeuge rum. Und das ist natürlich dann auch sehr spannend als neuen Umsatzmöglichkeit. Wichtig ist, dass im Allgemeinen Alphabet mehr als 100 Tochterunternehmen hat, jedoch hier die meisten noch irrelevant sind. Wir sehen starke Wachstumszahlen im Vergleich und hier fällt zum Beispiel aktuell DeepMind und Waymo stark rein. Da wird natürlich auch spannend werden, wenn DeepMind hier extra gelistet wird irgendwann, das ist eigentlich der Plan. Und dann hier nochmal die Entwicklung sehen, gerade im KI-Bereich müssen wir nicht immer das Verhältnis und die Raten miteinander vergleichen, zum Beispiel auch gerade mit OpenAI von Microsoft, um hier natürlich dann zu schauen, wer langfristig die Nase vorne hat. Wir sehen halt von der Profitabilität her, haben wir natürlich Google und die Cloud, die ganz klar vorantreiben und Adabets, welche noch höchst unprofitabel sind, aber sich auch stark verbessert hat im Vorjahr, was spannend ist und hier natürlich dann auch spannende Blöcke langfristig ausmachen könnte. Ich habe ja schon gesagt, im Vergleich zu den anderen Magnificent 7 Werten war man lange Zeit sehr unterbewertet. Zum Beispiel vom Total Cash und dann hier den Total Cash Rate auf Marktkapitalisierung. Aber auch hier im Allgemeinen die Depths und die Aufstellung des Bookwertes sind im Verhältnis zu anderen Werten sehr gut. Im Vergleich der Cloud oder des Cloud-Geschäftes sollte man immer die Top 3 Unternehmen betrachten. Und hier AWS, Azure und Google Cloud. An sich wächst aktuell die Google Cloud am schnellsten, hat aber am wenigsten Marktanteile und ist am unprofitabelsten. Danach kommt Azure und dann AWS. Von den Wachstumsraten holt Azure aktuell am stärksten auf und könnte langfristig Platz 1 werden. Ganz kurz, AWS ist B2B-Geschäft, Azure ist B2C, Google Cloud versucht B2B und B2C zu erobern.
Langfristig gesehen sollen höhere Margen durch weniger Wachstum erwirtschaftet werden bei Google Cloud. Aktuell ist noch Wachstumsfahrt offen. Zeigt, der Markt wird eben, ist ein Milliarden-Billionen-Markt langfristig. Und hierbei möchte natürlich Google auch einen starken Kuchen abhaben. Wie sich das entwickeln wird, wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich laufe das hier immer schon am Laufenden und wir sehen, dass Google Cloud nachholt. Man hier überlegt, dass man hier vom Vorjahr noch bei 9% ungefähr lag. Die Valuation ist stark gestiegen durch den Kursanstieg. Nichtsdestotrotz man hier immer noch unterbewertet im Vergleich zum Average, zum 5-Years Average und im Vergleich zu 50% der anderen Magnificent 7 Stocks. Und das ist natürlich dann schon sehr spannend, weil man hier dann schon niedrige Bewertungen, aber die gleichen Megatrends und den gleichen Dingen profitiert, wie zum Beispiel KI, Big Data, Cloud etc. Das ist natürlich dann schon sehr spannend und sollte man einfach im Hinterkopf behalten, dass Alphabet mindestens genauso mit hochgezogen wird. Wir haben aktuell beim Earnings per Share jährliche Wachstumsraten bei 12,5% CAGR. Wenn man sich dann überlegt, wo wir sich dann bei der PI 28 befinden, wäre es bei 12,7. Das ist natürlich dann schon eine spannende Bewertung. Wenn wir uns dann hierbei nochmal ganz kurz Waymo anschauen, sehen wir ja, wie ich schon gesagt habe, spannende Tochterunternehmen. Ich habe mal ein Video gemacht, nur die kleinen Tochterunternehmen von Alphabet und wie diese dann ausschauen. Und ich sehe im Allgemeinen auch mit Waymo schon riesen Chancen. Gerade der Markt mit zum Beispiel auch Tesla Full Self beim Robotaxi-Bereich wird Waymo natürlich auch mit Alphabet einen festen Kuchen abhaben wollen. Und wir sehen ja teilweise, dass er schon sehr, sehr gut funktioniert, wenig Fehler macht, wodurch dann auch sehr spannend ist, hierbei langfristig zu implementieren und zu schauen, wie es sich entwickelt. Auch wenn ich nicht denke, dass Waymo ein sehr relevanter Umsatzblock von Alphabet werden wird. Die Frage ist natürlich, wie es entwickelt und wie die Marktkapitalisierung nur durch Waymo gepusht wird, wie aktuell um 30 Milliarden. Wir sehen hier nochmal die Other Bets und hierbei dann im Endeffekt die Revenues und die operativen Losses. Und wenn man sich das dann anschaut, sieht man auf der einen Seite den operativen Loss, der seit 2014 stark gestiegen ist, bis 2019, seitdem aber konstant ist oder minimal fällt. Und im Vergleich Revenue aktuell stark steigt und seit Jahren, aber seit 2021 so einen langsam enormen Push hat und so ein bisschen Richtung exponentiell sich entwickeln könnte. Seit 2014 einen operativen Loss somit mit Adabets von knapp 40 Milliarden und das ist natürlich auch wichtig langfristig, dass es auch Alphabet schafft, noch aus den Kerngeschäften herauszugehen und andere Geschäfte langfristig zu implementieren als Einnahmequellen. Warum? Weil man hier natürlich hohes Kapital rausschaufeln kann, um dann auch eine weniger und niedrigere Abhängigkeit der Google-Dienste haben sollte und möchte, weil 99% der Einnahmen halt aus diesem Geschäft kommen und das durchaus sehr negativ ist. Wir sehen hier nochmal kurz den Average der Free Cashflow Yield Raten von 2,38 und hier nochmal die Raten von Magnificent 7 Werten plus Netflix. Und wenn man sich das dann hier anschaut, ist natürlich die Frage, ja, wo steht denn Alphabet im Verhältnis? Und wir sind hier Top 50%, wir sind hier bei 3, also sogar Top Prozent, wir sind hier bei einer Free Cashflow-Rate von 3,61%, Apple hat hier 3,97 und Meta hat die 3,29, also wir sehen auch die spannenden Geschäfte und das ist natürlich dann schon sehr spannend, wenn man nur zum Beispiel die Unterbewertung und im Gegenzug dann hier zum Beispiel die Cashflow-Raten etc. miteinander vergleicht. Wall Street Analysten an sich sind bullig, 30 bei 7 Hold und auf dieses aktuelle Kursniveau nochmal 6% Upside. Und das ist jetzt wie gesagt die Gratis-Aktie. Danke fürs Einschalten, eure Meinung in die Kommentare.